Die 13. Integrationsministerkonferenz in Nürnberg ist gerade zu Ende gegangen und ich möchte natürlich berichten, mit welchen Punkten wir uns hier heute und gestern beschäftigt haben. Es ist wichtig bei so einer Ministerkonferenz, dass die Länder untereinander sich abstimmen, aber eben auch mit dem Bund über weiteres Vorgehen beraten. Und deswegen empfinde ich es als sehr positiv, dass die neu ernannte Integrationsbeauftragte des Bundes an ihrem ersten Arbeitstag an dieser Sitzung teilgenommen hat. Thematisch haben wir uns unter anderem mit einem Einwanderungsgesetz beschäftigt und haben beschlossen, dass es eine länderoffene Arbeitsgruppe geben soll, die sich im Vorfeld zu diesem Thema positioniert. Auch das Kommunalwahlrecht für Drittstaatangehörige und die Frage, wird die EU uns auch weiter finanziell bei dem Thema unterstützen, spielten eine Rolle. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Ministerkonferenz.